Hey und willkommen hier zu einer neuen Baufolge, hier zum zweiten Teil zu meinem Nordseehaus bauen in die Sims 4. Ja, hier in der Nordseeküste in Windenburg. Auf der Insel der Welt aus dem Die Sims 4 Zeit für Freunde Erweiterungspack ist das die Welt und das die Insel da. Ja, und ganz viele haben geschrieben, ich will den Steinsound zurück. Okay, den kriegt ihr zurück. Wir gucken jetzt mal, welche Farbe wir hier nehmen. Dann möchte ich heute vielleicht noch so ein bisschen den Grundriss machen. Oh, die ist schön, so ein bisschen moosig auch wieder, ne? Können da gern mal so eine ganz alte, schöne Mauer auch noch machen. Oh, die ist noch dunkler. Sind wir da noch? Ah, die ist auch nicht schlecht, ne? Die hat auch was. Die geht auch ein bisschen in dieses Bläuliche rein. Und das ist natürlich hier so ein ganz anderer Stein. Und da haben wir... Ah, das ist auch schön, ne? Was nehmen wir denn da? Ich finde das alles irgendwie so toll. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Farbe wir jetzt da wieder nehmen. Ja, zum Glück kann man die nicht frei einfärben. Dann könnte ich mich, glaube ich, noch weniger entscheiden. Und es gibt hier auch so ein... Ich will da mal so ein paar Tipps und Tricks mit reinbringen. Also man kann ja auch zum Beispiel jetzt hier mit so einem abgerundeten Stückdingens hier, kann man auch so einen abgerundeten Zaun machen. Und das ist ziemlich schön, weil, ja, man kann das hier sich so machen und dann kann man das Ding einfach wieder entfernen und dann hat man einen schönen abgerundeten Zaun, ja. Muss man schon wissen, wie das geht, aber jetzt macht es wieder weg, ja, danke auch. Oh, du bist auch ein blödes Ding. Ja, dass der Raum weg ist. Dann müsste man das eventuell dann einfärben. Das geht auch. Wir probieren es mal so. Ja, dann macht er es wieder weg. Okay. Also gut. Zurückrudern. Wir machen... Man muss es einfärben. Ist wirklich so, oder? Ist wirklich so? Man muss es einfärben mit dem Grünboden. Und ich hoffe, das passt hier. Ne, das passt ja nicht. Ja, toll. Jetzt wollte ich was Tolles zeigen. Jetzt haben wir hier so eine Matsche da auf dem Boden. Gucken, ob wir das so lassen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich wollte es mir mal gezeigt haben, dass es auch so ein abgerundetes Zäunchen gibt. Ja, wissen ja viele gar nicht. Wir holen uns hier diesen Briefkasten mal hier erstmal an die Tür. Wie schon sagen, wir nehmen den, auch wenn die das eher so amerikanisches ist, ja. Eventuell können wir auch, da gibt es nämlich auch den ganz tollen hier mit diesem Stein. Der wäre vielleicht noch besser, genau. Das ist nämlich auch aus der Zeit für Freunde. Und der ist dann so ein bisschen, ja, ein bisschen schicker hier, ne? Komm, da können wir gerne auch mal so eine schöne Farbe vielleicht nehmen. Vielleicht auch sowas, ein bisschen erfrischender. Dann machen wir den doch da rechts hin und hier links machen wir dieses Pflänzchen dahin, oder? Das ist doch toll hier, hier komm. Obwohl das dahinter auch ganz gut aussieht, ne? So. Ja, das machen wir so. Hier so ein bisschen weiter, dass du rausguckst. So. Sehr schön, sehr schön. Gut. Dann möchte ich jetzt mal heute anfangen mit der Aufteilung, dass wir so ein bisschen die Räumchen da auch mal hinkriegen. Und natürlich ganz wichtig für unsere Aufteilung auch die Treppe, ne? Wo macht man die wieder hin? Das ist immer so was Grundsätzliches, wo wir die platzieren, damit das hier... Oh, ist ein Riesenhaus, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da alles einrichten soll. Oh Gott. Dass wir da irgendwie, vielleicht machen wir die hier so zentral hin, wobei, wenn wir auf dieser Seite mehr das Wohnzimmer haben, wobei wir hier den Wintergarten haben, würde ich hier vielleicht sogar die Küche mehr machen und in die andere Richtung. Das Wohnzimmer ist eigentlich egal, ne? Das klaut uns keinen Platz hier, wir haben ewig viel Platz. Dann machen wir die doch so hin, würde ich die so machen. Dann nehmen wir eine Doppeltreppe, ich mache erstmal Licht rein, ja, erstmal Licht. Beleuchtung, so, erstmal ganz simpel wieder, ne, ihr kennt, das mache ich immer. Hey, das ist ja echt ein scheiß Riesenhaus, ja, meine Fresse. Ich habe hier wieder Ausdrücke hier heute. Also gut. Da machen wir so eine Wand und da machen wir so einen Durchgangsbogen hier. Jetzt bin ich gerade am gucken, weil die Durchgangsbögen, die haben ja, müssen wir auch gleich einplanen, die haben ja eigentlich zwei Kästchen Breite, ne? Außer diese Vampir-Dinger da, ne? Das wollen wir ja nicht schaffen. Und deswegen nehmen wir, oder machen wir so eine schöne kleine Holztür. Die ist auch voll schön. Aber ich würde gerne so einen Durchgangsbogen machen, aber die sind auch so mini, ne? Weil da muss man echt drauf achten, dass wenn man das so einen Bogen macht, dass dann eben später, ne, dass das hier, das ist ein schönes Holz, dass das dann eben, ja, hier vielleicht nicht passt. Wir gucken mal, ob wir das so lassen. Oh, da gibt es auch die blaue Treppe, nein. Dann halten wir uns hier an diese Farbe hier drin. Ah, ich würde die Treppe vielleicht weiß machen, ja. Ja, 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 das kriegen wir noch schön hier nach. So, dann geht es hier nach oben, da kommt das dunkle Licht schon wieder runter. Machen wir das so oder machen wir die 1 weiter nach hinten? Nee, das reicht auch, ja. Hier könnten wir sowas irgendwie vielleicht machen, dass wir das doppelbögig machen hier. Alles ein bisschen zu. Oder wir machen das auf. Ja, man muss sich da jetzt ein bisschen verkleinern, ne? Man muss denken, hier, das ist jetzt eine ganz normale Wandhöhe. Sieht jetzt ein bisschen mickrig aus. Ich mache hier mal einfach einen Stuhl hin, dann sieht man das besser, ne? Also, ja. Ein bisschen, dass man die Größenverhältnisse hier sieht. Okay,
kommt man hier rein. Dann kommt man hier rein. Dann hat man da eventuell noch so ein bisschen Flur. Dann können wir hier eine Garderobe nämlich machen. Machen wir das doch so. Nach hinten sollte man durchlaufen können. Ja, dann machen wir das schön großzügig hier mit 3 Kästchen. Ne? Das passt besser. Und dann machen wir hier auch nochmal so einen Durchgang. Alles schön offen. Dann haben wir hier die Art Garderobe, wobei wir auch hier dieses Plätzchen hier noch haben. Da können wir auch noch ein bisschen was machen. Gucken wir mal. Also hier hätte ich jetzt die Garderobe eingeplant. Dann hier den Durchgang zur Küche bzw. Esszimmer. Dann könnten wir, eigentlich müsste man da nach hinten laufen können noch, ne? Machen wir das so. Und dann müssen wir jetzt auf eine Seite, müssen wir jetzt das, den Flur hier fortsetzen, würde ich schon sagen. Wir machen schon eine normale Aufteilung, ne? Wir machen hier schon dann den Flur hier weiter. Dann machen wir das so, dass man hier auch durchlaufen kann. Und dann eventuell hier irgendwo noch ein Bad oder sowas hin. Dann machen wir das Bad hier an die Rückseite, würde ich sagen, ja. Hier ein Bad. So, boah, das wird ein großzügiges Haus hier. Leute. So, dass man da so drum rumlaufen kann. Und hier kommt man dann auch rein. Dann machen wir hier eine Aufteilung. Genau, dann habe ich das hier. Das passt sogar da. Ne? Dann haben wir hier unseren Wintergarten-Krams. Hier ist jetzt noch die Frage. Machen wir unten ein großes Schlafzimmer rein oder machen wir unten ein Arbeitszimmer, ein Hobbyzimmer oder beides oder... Ja, hier hätte ich jetzt das Wohnzimmer oder wir machen das groß. Wir machen das groß und haben hier Wintergarten und hier Wohnzimmer integrated hier. Hier Küche und Esszimmer, Bad. Ja, dann machen wir ein schönes großes Wohnzimmer mit Kamin und sowas und alles, ja. Okay, dann gehen wir nach oben. Da kommen wir jetzt hoch, okay, auch gut zu wissen, ne? Das ist aber auch ganz blöd, wenn man hier jetzt so ein Kästchen da hat. Dann machen wir da aber ein Zimmer draus. Das mal so und so, mindestens. So, und dann hat man da schon mal ein Zimmer. Das könnte das Bad sein, weil wir da so ein schönes Licht haben. Wobei das eigentlich ein sehr tolles Zimmer ist hier auch für ein Bett. Das könnte so ein Kinder- oder Babyzimmer sein oder so, ja. Also hier kommt man die Treppe hoch, da können wir eigentlich dann... Machen wir hier den Flur oder machen wir auf der anderen Seite machen wir den Flur. Und dann ist das hier zentral schön, ja genau. Dann machen wir hier nämlich die Wand und hier die Wand. Und da können wir dann uns überlegen, ja, den Flur machen wir bis ganz nach hinten. Und dann hat man hier, da müssten wir vielleicht hier, weil wir könnten da jetzt noch aufteilen, da müssten eigentlich schon 2 Zimmer draus werden, ne? Und wir bräuchten auch noch ein Bad. Das bin ich gerade hier mal am gucken. Wenn wir hier 3 Kästchen, ist immer ein bisschen doof. Da kann man kein Bett stellen. Dass wir hier vielleicht, oder wir gucken erstmal da, dass wir hier vielleicht so eine Art... Kriegen die alle ein einzelnes Bad. Aber das fände ich jetzt ein bisschen schade, wenn wir dafür jetzt so viel Platz verschwenden. Ich mir kurz überlegen, weil hier muss man natürlich auch nach hinten kommen. Deswegen muss der Flur hier bleiben. Wir könnten irgendwo noch einen Flur reinziehen. Wäre natürlich hier praktisch. Dann machen wir das doch mal so. Ich will aber nicht das ganze Haus für Flur verschwenden. Dann wäre das so. Dann hat man hier noch so eine kleine Nische zum Sitzen und rausgucken oder was weiß ich. Oder wir machen das, dann haben wir hier ein großes Schlafzimmer. Und dann könnten wir da noch so eine Art Bad, ein bisschen klein, Bad machen. Wir machen das Bad einfach, wir machen das hier so zu. Und sehr langes. Ah, da können wir da eine Badewanne reinstellen. Hier, dieser Raum bringt uns fast gar nichts. Ne, 2 Kästchen, das ist... Das ist scheiße, nee, das machen wir nicht. Machen das dann eventuell so. Ja, das ist gut für ein Bad, genau. Und dann hat man hier noch so eine Nische, keine Ahnung, Kleiderschrank oder was. Bett und ja, das reicht auch vom Platz. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann machen wir das gleiche auch hier, nur hier würde ich sagen, sollen wir 2 Kinderzimmer machen oder machen wir... Hier ist es schwierig mit dem Flur wieder, ne? Dann könnten wir hier aber den Flur hier so nach hinten ziehen noch. Das gucken wir einfach mal. Und ja, der müsste dann hier aber parallel sein. Würde ich das so machen. So, und dann hat man da ein Zimmer, das ist aber auch wieder mini dann. Da müssen wir eventuell mal hier noch ein bisschen
bisschen rüber gehen, dass man da das hier noch klaut von dem. Hier müssen wir, hinten muss man eh irgendwo an die Wand, ne? Das ist dann wieder, oh nee. Da müsste man hier, da könnte man hier so eine Art Kleiderschrank vielleicht machen. Für so eine Teenager-Göre. Ein begehbarer Kleiderschrank. Wie mit unseren Teenager-Gören immer, ne? Hier kommt man rein, dann könnte man hier schön das Bett stellen. Das passt, das ist genug Platz für ein Kinderzimmer. Guckt immer die Kästchen an. Und hier haben wir nochmal ein Kinderzimmer oder ein Teenagerzimmer würde ich hier jetzt einrichten. Wie gesagt, hier ist ein begehbarer Kleiderschrank, dass man da so an einer Seite den Schrank hat, auf der anderen Seite vielleicht einen Spiegel. Und da hat man dann eine schöne Nische dann auch noch, ja, hier, dass man die Aufteilung macht. Da brauchen wir auch nicht unbedingt Doppelbetten, das reicht so ganz gut. Dann kommt man hier nämlich rein in das Zimmer und hier in das Zimmer. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Und hier kommt man auch noch ins Bad, wenn man will. Mal wie hier das Hauptbad. Hm, würde ich schon so machen, ja, würde ich schon so machen. Die Eltern haben hier ein eigenes Bad. Und ja, das ist doch so ganz praktisch. Haben wir uns doch nicht so sehr verschätzt mit der Größe. Ich dachte so, what, so ein riesiges Haus hier. Ja. Also hier, wie gesagt, Elternschlafzimmer, Bad von den Eltern, dem dann auch den Balkon. Hier Kinderzimmer, hier Teenagerzimmer, hier Kinderzimmer, Flur, Bad, ja. Sehr gut. Hier haben wir das Bad. Das muss ein bisschen kleiner sein. Wobei wir da auch noch eins weitergehen könnten. Dann lasst uns doch... Wie viele Kästchen sind das? Zwei. Dann lasst uns doch hier das einfach eins breiter machen. Ja, dann machen wir das so. Dann ist das ein bisschen... Ja. Das ist halt ein sehr langweiliger Raum hier unten. Aber ich glaube trotzdem, dass das ganz gut so wird. Mhm. Da kann man nämlich hier auch von dem Esszimmer vielleicht ins Bad noch gehen oder so, muss man nicht immer komplett außen rumlaufen. Und hier sowieso, ne, hier machen wir eine Tür rein. Das ist dann ganz gut. Das ist dann ganz gut hier. Ja, gut, ein Gäste-WC oder ist das Gäste-WC? Ich würde das als Gäste-WC hier verkaufen, das ist echt riesig, ne? Und wir könnten eigentlich noch irgendwo ein Arbeitszimmer uns reinziehen. Eigentlich müsste das hier, oder wir integrieren das ins Wohnzimmer. Also ich würde da, glaube ich, echt noch irgendwie so ein Arbeitszimmer reinmachen. Sind wir dann hier, haben wir hier wieder Flur, aber wenn wir das trennen. Hier, was könnte man denn sonst da reinmachen? Oder wir machen das Arbeitszimmer integrated, aber dann verlieren wir hier wieder Raum. Das ist dann wieder Flur. It's not that easy. It's not that easy. No, it's not. Wir machen hier einfach das WC hin und da dann das Arbeitszimmer. Ich würde das hier nur ein Zweierzimmer machen, weil eigentlich muss man ja hier dann, ne, dann würde man hier sich den Flur sparen, könnte man hier direkt rein. Dann wäre das aber auch nur das Arbeitszimmer, weil hier muss man ja auch nicht von rechts und links rein. Ja, dann könnte man noch vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer gehen oder vom Wintergarten. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, und von der Küche her, da würde ich hier die Küchenwand auch ziehen, weil da haben wir keine Fenster. Ja, Daniel überlegt, ja, yes. Und da machen wir dann auch die niedrigen Fenster wieder, die sind hier oben. Die da. Die können wir dann für die Küchenzeile hier nehmen. Da machen wir hier eine Küchenzeile und die packen wir ganz oben hin. Oder halt eben so hoch, ne, dass die... Das ist ja blöd, jetzt geht es wieder nicht mittig. Mensch. Wir machen das so und so. Ja, und dann, dass es hier gut aussieht. So auch noch weiter, ja. Dann haben wir da nämlich zwei Fenster noch im Arbeitszimmer. Das ist ganz gut. Hier haben wir die Küche. Die Wand auch hier belegt. Eine innere Wand ist immer ganz gut für so eine Küchenwand, ne? Kühlschrank, Herdabzug und so weiter. Und ja, hier sitzt das Klo. Da haben wir jetzt ein großes Fenster, aber es ist okay. Da machen wir einen schönen Vorhang hin. Und da dann die Esszimmernische eventuell. Und... Ich bin gerade hier am Überlegen, weil wir ziehen das, glaube ich, nochmal eins rüber hier. Machen das so, dass wir hier mehr Platz haben für das Esszimmer, großzügiger. Ja, und hier dann das Klo. Mal Esszimmer hier so. Hier dann das Klo, dann haben wir ein paar mehr Winkel drin, ist auch ganz schön. Das hier machen wir dann schön mittig rein, dann haben wir rechts und links noch Platz für was.
Und dann passt das hier so. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ja. Die Garderobe reicht uns eine Zeile. Wobei wir hier auch eher die Tür hin machen. Dann würde ich die Garderobe dann doch hier eventuell hier rein. Oder wir machen die Wand hier raus. Ja, das ist ja auch möglich. Wobei ich so einen Vorraum ganz schön finde, ne? Die Gummistiefel abstellen hier und so irgendwie. Ja, und dann machen wir hier ein großes Arbeitszimmer rein. So mit Bücherregalen, Computer und sowas, ne? Ja, ja, ja. Wow. Okay, wir haben die Aufteilung hier completed. Sehr schön. Ich freue mich. Ja, ja, ja. Okay. So, 15 Minuten hier schon. Oh Mann, oh Mann. So, dann machen wir hier jetzt ein tolles Geländer erstmal hin. Und innen. Das schlägt jetzt die Stunde der Wahrheit. Was für eine Art Tapete machen wir da? Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt. Vieles ist sehr, sehr viel weiß. Erinnert so ein bisschen an das Schwedenhaus. Natürlich geht ja auch in die Richtung. Also so weiße Planken sind natürlich echt schön. Ne? Also sind richtig schön edel auch. Und ich habe auch gesehen, dass die Backstein angestrichen haben. Also wir könnten jetzt hier den gleichen Backstein nehmen, den wir außen haben. Und den eben so weiß anstreichen. Das nehmen wir dann einfach einen anderen, ne? Und dann haben die den so angestrichen. Wobei das jetzt hier nicht nach Farbe aussieht. Aber wir könnten eventuell uns einen suchen, der aussieht wie Farbe. Ne? Das ist so, wie wenn das angestrichen wäre, weiß oder so. Gibt es denn sowas? So einen angestrichenen... So, ne, wie einen normalen Backstein, aber halt hier so, ah, das ist wieder das alte. Weil das ist schon schön, aber das sieht jetzt hier nicht nach angestrichen aus. Haben wir überhaupt einen angestrichenen Backstein? So, hier ist so ein weißen, aber das ist auch nicht ganz weiß. Wie sieht der aus? Ne, den hellen bitte. Guck mal, der hier, ne, das sieht so aus, wie wenn das so die Ziegel wären von außen. Aber die haben wir angestrichen. Da fehlt es natürlich jetzt auch noch an Licht, aber... Ich würde das schon so ein bisschen auch integrieren, dass wir da vielleicht noch mehr das von außen auch reinholen. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir das hier einfach hier einbauen noch. Es soll halt schon diesen Stil dann irgendwie beibehalten, weil diese Backstein-, Ziegelstein-, Häuser sind schon sehr... Ich weiß nicht, ob das zu krass ist. Weil das Weiß, das wirkt natürlich schon schön, das muss man schon sagen. Weil die Ziegelsteine sind dann einfach rein. Ja, ich finde das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da kann ich mir das gut vorstellen, so schöne Holzmöbel da überall zu haben. Ja. Und die Innenwände, die machen wir aber nicht so. Die machen wir dann mit den Blanken oder sowas. Dann hat man da auch einen schönen Kontrast. Ja, ne? Dann hat das irgendwie, ist irgendwie echter alles. Boden, natürlich ganz schöner weißer Holzboden, oder? Das sehe ich hier drin. Das sehe ich hier drin wirklich. Und eventuell sogar diesen alten. Das ist ein bisschen krass, aber irgendwie vielleicht sowas dann im Wintergarten, Wohnzimmer in die Richtung, dass wir da vielleicht nochmal eine Trennung machen und da dann wirklich so einen schönen alten Plankenboden hier nehmen. Ne, ist ein bisschen verwittert. Das Haus könnte ja auch renoviert sein, so zwischendrin mal irgendwie. Aber sonst hier einen schönen, gibt es auch diese schrägen Böden, die sind auch ganz toll, weil die haben so ein bisschen... Ne, die sind so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen Farbe drin auch. Das ist ganz gut. Sieht nicht ganz so, Sowas könnten wir auf jeden Fall nehmen. Also das wirkt schon mal gar nicht so schlecht. Wie gesagt, wir brauchen hier noch jede Menge mehr Licht, damit das hier erstmal wirkt. Sonst sieht das aus wie im Keller. Aber so prinzipiell, ich glaube, das wird geil. So grob mal. Natürlich kann es auch sein, dass ich mich wieder umentscheide. Sehen mal, aber... mal als erste Idee. Ihr seid natürlich wieder aufgerufen, hier zu kommentieren, wie ihr das empfindet. Wir können auch mal probieren. Sieht vielleicht auch nicht so schlecht aus, wenn wir im Innern so Halbwände reinziehen. Dass wir hier diese Wände hier reinziehen und so tun, wie wenn das so eine Wand ist, die rausgeschlagen wurde. Würde ich auch wieder die Säulen nehmen, die wir hier außen schon auch haben. Vielleicht, ne, mal gucken. Und dann sieht das so aus, wenn das hier noch so abgestützt ist, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann könnte man da, hat man da so eine Raumtrennung drin, die aber eigentlich gar keine mehr ist. Dann hat man auch wieder Stellwände. Das passt auch ganz gut dann. Und auch hier würde ich dann wieder sagen, lasst uns die Planken nehmen. Und die Halbwand da oben sieht gar nicht mal so schlecht aus mit diesem grünlichen. Jetzt gucken wir mal, ob wir da nehmen wir aber eine Holzleiste, oder? Ja, die sieht wieder aus wie der Außenbeleuchtungslicht. Ach, scheiße. Das so eventuell machen, dass wir da mal was eine Besonderheit irgendwie drin haben. Vielleicht sogar, ja, so ein Durchgangsding. Vielleicht machen wir das sogar komplett hoch hier. Hm? Ja, irgendwie so in die Richtung. Die Säulen würde ich hier auch innen drin hier anbringen. Weil das sind ja alles dann diese
diese Merkmale, die man da noch dann so ein bisschen drin hat. Das ist ganz schick. Finde ich schon, oder? Daniel übertreibt es wieder. Ja, da kommen ja die Theken hin. Jetzt warte mal ab. Ja, ich würde es echt, glaube ich, so machen, weil das hat dann wieder so einen schönen Charme dann auch. So rechts und links von den Fenstern. Dann ist das hier so ein bisschen, yes. Mal gucken, ob wir das Fenster hier so lassen, weil eigentlich wäre es ganz schön, wenn wir nochmal ein zweites hätten. Tja. So, mal angucken uns, wenn wir nämlich das so machen und so. Und dann in die Mitte den Esstisch, ist auch nicht schlecht. Wobei man eher dann in der Mitte das Fenster vermuten würde. Das geht hier aber nicht, weil wir hier ein Scheißfenster haben. Ich guck mal, ob's da gibt's doch dieses große da, dieses Doppelte war das, glaube ich, genau, weil das müsste eigentlich hinpassen hier, ne? Das geht mittig. Scheiße, das geht sogar. Ah, jetzt müssten wir außen wieder umplanen dann. Oh, nee. Ah, das wäre schon schick. Und da den Esstisch davor, ne? Das ist schön mittig hier. Sollen wir sowas nehmen? Stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nur dann würde ich... Dann würde ich das hier wegmachen. Das gleiche Spiel dann auch auf der anderen Seite natürlich dann praktizieren. Hier, ja. Dann machen wir, dann nehme ich dann auch hin. Ne, es ist schon so richtig. Genau. Und da machen wir... Was habe ich jetzt gedrückt? Achso, hier. So, machen wir das hier auch. Aber hier im Bad, sollen wir das da auch nehmen oder nicht? Von außen sieht es natürlich besser aus, ne? Von innen... Ja, nicht so. Sagt mal, haben wir da jetzt hier, so ist symmetrisch, ne? Aber unten ist es nicht. Ich das vielleicht... Ja, das ist oben wieder passt. Müsste eigentlich... Das oben symmetrisch ist mir diese Gaube-Dings da, ne? Oder? Stört es nicht. Stört eigentlich nicht, ne? So sieht es besser aus, wenn die so mehr außen sind. Ja, so. Ja, machen wir es doch so. Dann müssen wir halt einen schönen großen Vorhang da nehmen, sonst kann man voll von der Haustür ins Klo reingucken da, ne? Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Nee, nee. Und jetzt sieht man auch noch den Rahmen. Da können wir aber auch hier kaschieren. So. Dann hat das ein bisschen mehr Form auch, ne? Plastizität, ganz wichtig, so in die Richtung. Okay. Oh, da haben wir schöne große. Das wird ein teures Haus, Leute. Das wird ein teures Haus, ich sag's euch. Doch, das gefällt mir ganz gut schon mal. Das muss ich mir kurz, damit ich es mir vorstellen kann. Ob ich das mit dem Wohnzimmer so lasse, weil da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, dass wir hier so ein paar Pflanzen mal reinstellen. Oh, das ist wieder von der Größe her, ne? Wir haben ja ewig viel Platz hier. Leck mir am Arsch. Dass wir hier überall so Pflanzen reinstellen, dass wir hier, das ist ein riesen Wintergarten. Da können wir einen Whirlpool reinstellen. Meine Fresse. Das ist ja ein riesen... Oh, das ist aber schön eigentlich, ne? Das ist ganz gut. Okay, dann machen wir das so. Das Arbeitszimmer, das würde ich ja auch offen lassen zum Ding hin. Da machen wir aber eine geschlossene Tür hin und da weiß ich auch schon welche. Wir können die, glaube ich, auch generell nehmen. Ich glaube, das kommt besser wie dieser Bogen. Ja, wenn wir die hier nehmen. Oder aber, weil die sieht ein bisschen mehr nach Haustür aus, aber da gibt es doch diese kleine aus an die Arbeit auch. Weil die ist echt schick. Die ist richtig schick. Das sind richtig schöne, schöne Holztür so. Dass wir die da reinsetzen, statt den Bögen. Ja, die ist, glaube ich, besser. Dann machen wir hier... Genau, da kommt der Küchengestank auch nicht so rein. Und da auch so mittig ungefähr hätte ich die jetzt platziert. Und hier, komm, dann machen wir die überall. Ja, machen wir hier den Durchgangsbogen und hier aber die Türen. Ja, ja. Wir kriegen auch noch ein Licht rein. Yes. Komm, ein bisschen Licht spammen hier. So, sehr gut. Ja, ja, ja. Ja... So, 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 ja. Und hier brauchen wir eine geschlossene Tür. Da nehmen wir... Was nehmen wir denn da für eine geschlossene Tür? Das ist wieder schwierig. Da... Eigentlich müsste man so eine richtige nehmen. Ja, aber ich würde trotzdem mit Blick oder ohne. Die ist höher auch. Nee, die nehmen wir nicht. Das sind aus der Haustüren alle, ne? Ich würde die jetzt nehmen, ne? Die hat oben schon ein bisschen okay. Mhm. Die muss auch hier hin. Passt auch, glaube ich, von der Aufteilung her ganz gut, wenn wir das so machen. Ja, dass wir rechts und links dann Waschbecken und Toilette und so platzieren können, ja. Und die müsste auch von hier erreichbar sein, diese Toilette, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Vom Esszimmer. Ja, schon praktisch. Aber...
Ja, würde man hier eine Tür platzieren, würde man, ich glaube schon. Aber dann eine zentrierte Tür, da müssen wir so eine nehmen. Ja, da müsste man auch die nehmen, die dann nicht. Ja. Ja, da machen wir eine Tür hin, ja, würde ich schon sagen, ja, sollte man schon auch hier reingehen können direkt. Auf the Clue. Das ist auch so ein bisschen abgetrennt hier, so ein bisschen, ist auch so ein leichter Flurbereich hier noch dann. Ja, das passt dann ganz gut. Doch, das machen wir so. Ist genehmigt, oder? Oder wir ziehen die Wand hier rein, das ist ja auch noch die Möglichkeit. Dann haben wir den Flur wirklich außen. Aber dann gefällt mir diese Nische hier wieder nicht, dann ist das zu schlauchig hier. Oder? Und dann könnten wir nämlich die Türen sparen. Ja. Nee, was sehe ich da mit dem Flur? Nee, machen wir es so, oder? Ja. Okay. Gut. Sehr schön. Oben würde ich jetzt auch mal diesen Holzboden rein spammen. Den ich im Flur habe, nehmen wir den auch. Hier ist erstmal Grundlagen, ne? Das kann es sein, dass ich das noch anpasse. Aber so in die Richtung, dass ihr mal die Richtung erkennt. Und dann könnt ihr auch nämlich kommentieren, in welche Richtung ihr das eher seht, dieses Haus. Und dann kommen wir zusammen auf was ganz Cooles. Ich bin überzeugt von. Und da nehmen wir auch wieder, vielleicht machen wir dann auch diese Steintapete auch hier wieder außen hin. Müssen wir nochmal überlegen. Mal gucken, ob das nicht zu kalt wirkt insgesamt. Aber wir können auch noch schöne warme Lampen nehmen, dann wirkt das nämlich gar nicht mehr so. Und wenn da ein Ofen ist und so, ne? Dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und dann hat das irgendwie auch so einen Charakter, ne? So einen richtigen Charakter. Die Zwischenwände sind dann schön Holz. Und die Außenwände sind dann dieser Stein. Und ich glaube, wir können da gleich mal gucken, wo wir den Kamin hinpacken. Weil da wird es schwierig schon wieder. Weil der braucht natürlich Platz und Luft. Und ja, und ich sehe den jetzt eigentlich da hinten oder in der Mitte. Weil eigentlich sind diese Kamindinger immer so mittig mehr. Ich würde jetzt aber auch vielleicht den eher so einen dann nehmen. Der ist mir ein bisschen mehr, ja, ne? Eigentlich sind die mehr zentriert, die Öfen. Damit die Wärme eigentlich nicht in der Außenwand. Eigentlich nicht. Nur, ja, gut, es gibt's auch. Aber eigentlich, wie gesagt, dass die Wärme sich halt besser verteilt im Kreis und nicht in der Außenwand entweicht. Es gibt so ein schönes Licht auch, ne? Sollen wir den Kamin dann eher hierhin machen? Könnte man da so ein bisschen, ja, dann würde ich das so machen, glaube ich schon. Oder wir machen den außen hin. Nee, ich von der Aufteilung her, glaube ich, passt der auch hier besser, weil wir dann da so eine kleine Sitzecke noch machen können. Und hier dann trotzdem schön fette Fernseher an die Wand hier machen können, ja. Oder? Weil das soll schon... Ja, ich will das wieder so in die Vintage-Richtung gehen, aber dann trotzdem High-End-Electronics hier, ne? Das ist schon dieser Stil ist auf jeden Fall, aber ist natürlich jetzt in der Jetzt-Zeit und hat man so ein Fernseher an der Wand, will ich schon sagen. Ich will da nicht so ein olles Ding da hinstellen, oder? Bisschen mini, ne? Es ist schon eine teure Ferienwohnung hier, also das will ich schon sagen. Ja, irgendwie so in die Richtung möchte ich, glaube gehen. Ja, und dann hat man hier nämlich Fernseher, ne? Und hier dann das gemütliche... Gut, sehr schön. Wir brauchen da im Arbeitszimmer auch noch einen Kamin. Das ist ganz angenehm dann. Da würde ich den dann hier so hin machen vielleicht auch. Im Esszimmer würde er auch gut aussehen, ne? Yeah. Weil so ein Kamin ist schon was Feines, ne? Vielleicht können wir... Ja, so in der Außenwand, wie gesagt, das gefällt mir jetzt nicht so arg. Aber es gibt es auch in der Außenwand, ne? Also es gibt es beides. Nur hier jetzt in dem Esszimmer, vielleicht wenn wir da den hinmachen. Oder wir klauen das Fenster. Hat man ganz oft im Esszimmer auch, dass da ein Kamin ist, weil es da dann eben gemütlich ist. Müssen wir das Fenster klauen und hier vom Platz her müsste das aber trotzdem hinhauen mit dem Tisch. Ja, das reicht. Dann könnten wir fast sogar wieder unser Fenster, weil das dann nicht mehr zentriert hier. Ja. Gucken, wie das aussieht, wenn der in der Ecke ist. Neben dem Fenster hat man das nicht. Ja. Dann würde ich fast sogar wieder die alten Fenster nehmen, weil das war ja dann so hier so da. Leute.
Fängt schon wieder an hier. Ja, doch, doch, doch. Wir machen das so. Das finde ich ganz toll. Finde ich ganz schick. Können wir eventuell auch hier nochmal gucken, weil das ist immer so dumm. Dann werden die Säulen falsch beleuchtet, wenn da was davor steht, ne? Wieso kannst du nicht so bleiben? Mann, bleib so, Säule, bitte bleib so, wie du bist. Wir mögen dich so, wie du bist. Dann müssen wir die wegmachen. Okay. Und da können wir jetzt auch so einen Steinboden oder sowas machen. Oder dann nehmen wir auch wieder Brick. Brick, Brick. Brickboden. Irgendwie. Dass man da nochmal dieses Brick-Thema hier mit drin hat. Mhm. Dann haben wir den komplett zentriert. Ja, so eine schöne Kaminnische hier noch. Doch, das ist gut. Die Sims kommen da gut ran. Ne? Ich muss es mal zeigen, weil die Esstische sind relativ schmal in die Sims 4. Und dann können wir da nämlich so einen schönen Holztisch, sehe ich da. So einen schönen schlichten Holztisch eher auch. Ja, genau. Sowas, rustikal. Rustikal, rustikal. Aber trotzdem, ja. Ja. Das ist richtig schönes Landhaus-Stil-Flair. Und doch, das ist ganz toll. Jetzt muss ich echt nochmal gucken wegen den Fenstern, ob mir doch die anderen dann wieder besser gefallen. Weil das wäre dann hier praktisch wäre, weil das wäre dann genau wieder vor dem Tisch. Ja, wir machen das so. Wir machen das wieder zurück. Da, yeah. Die Symmetrie wegen auch hier leider, sage ich jetzt schon. Weil, ja, das ist halt dann, ja, das ist auch okay. Ist gut so. So. Ja, wenn das dann eingerichtet ist, doch, ich glaube, das passt. Können wir nämlich sowas in der Art irgendwie noch machen, ne? Oder ein bisschen was Schwereres vielleicht, dass wir mehr Luft haben. Optisch das Fenster vergrößern, nö. Aber irgendwas in die Richtung würde ich schon machen. Was gibt's da auch? Nee. Ja, das ist ganz schwierig am Anfang, bis man das sich mal reinfindet. Irgendwie sowas vielleicht sogar. Das ist ein bisschen schwer. Ja, wenn da jetzt noch so ein komisches Huhn da auf dem Kamin steht und so, ich glaube, das passt besser. Ne? Dann können wir vergrößern wir die Fenster optisch durch den Vorhang. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn da noch ein bisschen Farbe reinkommt, ein schönes warmes Licht, dann sieht die Wand gar nicht mehr so kalt aus. Hängen wir noch schöne Bilder hin. Dann noch so eine Pflanze rein oder irgendwie sowas. Ne? Und das passt dann, das passt dann. Bin ich überzeugt von, ja. Jetzt machen wir hier noch irgendwas. Irgendwas hier, was Warmes. Sowas vielleicht. So irgendwie was. Ja, der fühlt sich da wohl. So eine wärmere Pflanze. Bisschen was hier. Obst hier auf den Tisch. Hier, komm. Und dann das wird, glaube ich. Das wird. Und hier eine schöne Deckenlampe. Oh, das wird schwierig. Deckenlampen sind schwierig. Ja, eigentlich sowas, ne? Eigentlich müsste man sowas nehmen. Das ist nämlich ganz schön landhausmäßig so. Mhm. Diese hängt ein bisschen weit oben jetzt, ne? Aber man kann die leider nicht tiefer hängen. That's not so möglich. Nee, nee. Wir könnten auch sowas nehmen. Das wäre auch noch in Ordnung. Nur ich sehe das Ding irgendwie von persönlich, finde ich, das sieht so. Sieht halt voll nach Ikea aus, ne? Kann es eigentlich auch sein. Ist auch eine Richtung, die hier gut passt. Aber es ist irgendwie. Ich finde, es ist eine Schlafzimmerlampe irgendwie, ne? Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist halt sehr Landhaus, das andere ist mehr Ikea-modern. Oder wir nehmen irgendwie sowas. Das wäre auch nicht so schlecht, glaube ich. Ist wieder zu groß, der Oschi da. Uiuiui. Ja, ich würde es jetzt mal so lassen. Mal gucken, was ihr so schreibt. Wir gucken jetzt hier auch nochmal, ne, dass wir da noch so ein bisschen sowas vielleicht noch draufstellen. Irgendwie. Die haben hier gerade hier gespeist. Liegen Holzbrettchen noch drauf und so. Hier ist ein bisschen was Landhausmäßiges, ne? So Milch oder so. Hat man hier reingeholt, gerade eben. Jetzt noch, da kommt ein bisschen Farbe dann auch rein, ne? In das ganze Prozedere hier. Mhm. Irgendwie so in die Richtung möchte ich das trimmen. Dieses, wo ist das denn? Dieses, wo ist das denn? Genau, die Heizkörper. Oh, wie geil. Die brauchen wir hier auch. Machen die Heizkörper hin. Da habe ich wieder keine Ahnung, wo man die eigentlich platziert.
Weil die stören irgendwie überall, habe ich so das Gefühl. Gut, wenn man hier einen Ofen hat, braucht man eigentlich keine Heizkörper. Aber die meisten haben das trotzdem. Weil man macht ja nicht immer den Ofen an auch, ne? Und ich würde sowas schon ganz gern reinholen. In dieses Haus. So Truhen und sowas kommt bestimmt auch voll gut. Wenn wir sowas noch machen. So eine schöne Truhe. Irgendwie sowas wird so ein bisschen special. Die wird auch hier ganz gut in so eine Ecke passen. Lasst uns doch die hier so hinmachen. Mal gucken, ob wir das so lassen. Für die Kids, ne? Was tut man nicht alles für die Kids? Wir können den Esstisch auch gern so ein Stückchen weiter rausholen, dass man da hinten vielleicht noch laufen kann, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen mehr Luft hier auch. Den wird der Arsch warm hier beim Essen. So, und jetzt hätte ich gerne noch so ein bisschen Nippes hier, Zeugskrams. Wo ist denn dieses blöde Huhn da? Das suche ich auch immer. War noch so ein Esszimmerschrank. Oh ja. Oh ja, sowas. Eigentlich müsste der jetzt da hinten in die Ecke oder dahin. Ja, eigentlich passt der da besser, wenn wir den da. Oder da, oder da. Ja, der passt hier ganz gut. Die Pflanze muss weichen. Ich pack die mal hier hin, wobei mir das hier noch nicht so ganz gefällt, aber es ist so irgendwie in die Richtung. Weil die Wand können wir nicht vollstellen, weil dann wird es echt zu eng. Da können wir höchstens auch so ein Bild oder sowas hinmachen. Aber da gibt es auch so schöne Sachen, ne? Das ist echt cool. Ach, ist das toll. Das ist ein bisschen restaurantmäßig, ne? Aber das ist voll schön, finde ich. Voll schön. Passt genau zu diesem Stil. Wo ist jetzt dieses blöde Huhn? Ich will dieses komische Huhn. Will man es mal, dann findet man es auch nicht, ne? Ist wieder so klar gewesen jetzt hier, ja? Ja, wo ist dieses Huhn? Nicht der Hase, nicht das Schweinchen, sondern ich will das Huhn. Ich will das Huhn haben. Wo ist das Huhn? Im Nest. Gibt es da nicht ein Huhn im Nest? Bin ich jetzt in Sims 3 oder was? Ja, das gibt's, ich weiß. Aber gibt es da nicht auch... Gibt es da nicht auch ein Huhn im Nest? Gibt es auch ein Huhn im Nest, oder? Bin ich jetzt in Sims 3? Da ist es doch hier. Da ist es doch. Das hier. Das ist so volle Kanne hier. Ah. Geil, oder? Oh Mann. Das ist cool. Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare wieder. Ich bin echt gespannt. Also die Richtung, die kennt ihr jetzt. Und ja, ich will mal gerne hören, in welche Richtung ihr mehr tendiert. Na, mehr in dieses Rustikale oder dann doch mehr in dieses, ach, sowas vielleicht auch, Moderne. Ne? Welche Richtung würdet ihr da ganz gerne haben? Das ist voll schön, sowas. Das ist voll cool. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwo mit einbringen. Wenn wir hier sagen, zum Huhn passt das fast sogar schon. Das ist irgendwie witzig. Das ist irgendwie witzig. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal gucken noch. Aber irgendwie, und dann können wir teilweise dann auch irgendwas Modernes auch reinbringen. Das ist nämlich, finde ich, dann ganz spannend. Weil das hier passt auch ganz gut. Dass wir da was Frisches noch reinkriegen. Wir brauchen irgendwas Frisches noch hier drin. Wir müssen das irgendwie noch ein bisschen aufhübschen. Wie gesagt, es ist zwar ein rustikales Haus, aber ich würde das schon... Ich würde schon gern so ein paar Elemente dann immer, die moderner dann auch sehen. Weil es hat sich entwickelt, das Haus. Es ist nicht stehen geblieben. Ja, irgendwie sowas. Da braucht irgendwie sowas noch, finde ich. Sowas Neues. Ich glaube, das passt schon ganz gut, was wir da haben, ne? Die anderen sind ein bisschen sehr krass. Oder eben, ja... Ja, wie sieht es von weitem aus? Nee, ich würde das so lassen. Ich finde das ganz gut. Wenn wir da jetzt noch irgendwelche alten Schränkchen da hinhängen oder irgendwie sowas, das gucken wir dann alles nächstes Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare zu diesem Nordseehaus hier. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge zum Nordseehaus oder natürlich jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl. Und Daumen nach oben nicht vergessen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis denn. Macht's gut. Ciao.